Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online zusammen mit dem Jonathan. Hallo. Und jetzt auch geiler Soundqualität von ihm. Ja. Da geht's dann gleich direkt los mit mir. Ja. Du. Wir haben gerade eben schon mal eine Aufnahme gemacht, aber Fraps hat sich nicht bereit erklärt aufzunehmen. Also machen wir das Ganze halt nochmal. Wird jetzt wahrscheinlich die zweite Folge sein, also denke ich mir mal. Ja, kann sein. Entweder die zweite oder die dritte. Mal schauen. Ich versuche auch, ja. Oder wir versuchen, dass Mario Kart 8 öfter kommt, da kam bisher erst eine Folge. Liegt aber nicht an uns, wir sind bereit zum Aufnehmen. Ja. Ja. Wie gesagt, wollte ich ja nochmal mit Pookie aufnehmen. Muss ich ja nochmal alles mit ihm abklären. Also wenn ihr das seht, ist schon alles geklärt, keine Angst. Ja. So. Jetzt fahren wir erstmal auf der geilen Metro-Rennstrecke. Erstmal zum Anfang jetzt richtig Rage hier. Alter, ich wurde zweimal vom Bumerang und einmal vom Roten getroffen. Direkt nacheinander. Das kann auch boah, ich fahre zweimal die dumme Metro rein. Wie dumm bin ich eigentlich? Ah, das gibt's doch gar nicht. Oh, fuck, Banane. Boah, der hat mich nicht getroffen. So ein Glück. Ah, der hat seinen dreisten Feuerbällen, ey. Weg damit. Cool. Die 8. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz so strategisch klug oder was weiß ich was, wenn ich einfach die 8 alles wegballer. Aber so gehe ich nicht das Risiko ein, dass ich irgendwie den Bomben oder sowas krieg, ja. Oder so. Ja, eben. Ja, ich weiß. Das mache ich auch. Ja, manchmal ist es auch ganz oft so, da klauen die einen den Stern weg. Das ist auch richtig behindert. Ja. Und ich bin immer zu faul zu überlegen, ja, was ist jetzt vorne, was wird als nächstes ausgelöst. Ja, ja, so. Das auch. Einfach draufzimmern. Am besten, wahrscheinlich ist es sogar noch besser, wenn man das einfach macht. Ich bin sogar Erster auf dieser Rennstrecke, das ist eigentlich ziemlich geil. Wow. Ja, komm, wieder von 1000 Sachen gleichzeitig getroffen. Obwohl es letzte Runde ist, aber ich glaube, auf gar keine Fälle werde ich hier Erster, das kann ich schon mal sagen. Denn die Rennstrecke kann ich eigentlich nicht so gut. Nee, ich mag die jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Die kommt irgendwie auch jedes Mal. Ohne Spaß. Ja. Also ist jetzt nicht so geil. Aber ist jetzt auch nicht schlecht. Ach Mann, der hinter mir hat natürlich ein Dreier-Rotus gehabt. Ja, ich hab's euch doch gesagt, ich werde hier nicht Erster. Ich weiß schon, was ich sage. Fucking. Naja, Zweiter ist auch noch ziemlich gut. Geil, alle vor mir und hinter mir hatten Pilze, das ist, kann man richtig viel noch beeinflussen. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal diese Karte auf der Strecke anmachen, sodass man die noch sieht. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dann seht ihr auch immer, wo Jonathan gerade ist. Ja, wir müssen nur noch wissen, wie. Ja, das finde ich schon noch irgendwie raus. Ich glaube mit X, nee, oder ich weiß es nicht. Aber ich werde das, glaube ich, mal nachschauen und dann halt mal Internet weiß doch alles. Ich habe hier meine Karte auf dem New Gamepad, da schaue ich meistens drauf. Aber ja. Cool, die Partystraße, die mag ich ziemlich gerne. Oh, Spaß. Ich guck mal kurz, wie das geht. Hast du den Timer gestartet? Ja. Okay, geil. Mit mir. Ja. Ich glaube, man muss X drücken, um das zu aktivieren. Ich probiere es gleich mal aus. Nee, mit X Rückspiegel. Ah, das wusste ich auch nicht, wie der Rückspiegel geht. Endlich. Ja, aber endlich. Das ist ja verkehrt. Da wird kein Gas mehr geben. Das ist ja auch scheiße. Ja, du musst doppelt drauf drücken. Macht irgendeinen Krüppelfing. Ach, so geht es endlich. Geil. Ich wusste nämlich nie, wie es geht. Und war einmal zu faul, das auszuprobieren. Aber der ist richtig nützlich, weil wenn man so einen grünen Panzer hört, dann kann man schauen, wo der ist. Ah, das ist echt gut zu wissen. Ah, okay. Da kann man gleich viel besser spielen, muss ich sagen. Also, ja. Hier auch Special Effects einbauen. Genau. Ja, eigentlich schon peinlich, dass man es nicht weiß, aber... Ja, so ist es halt.
Okay. Alle mit Bananen hier vorne. Ey, aber der zweite trifft mich damit auch noch. Fuck. Ein roter Panzer, das gibt's jetzt zurück, mein Freund. Ach, der hat eine Dreierbanane. Oh, verdammt. Ich hab ihn auch noch getroffen. Geil, der kriegt gleich noch einen rein. Ha, wie cool ist das denn? Okay, der ist erstmal weg vom Fenster. Und nochmal einen roten Panzer. Ich könnte den abschießen, aber hinter mir hat auch einen. Nein! Jetzt wurde ich von Rakete getroffen und direkt runtergefallen. Mann, ich war gerade zu gut im Rennen drin. Ja, kommt immer näher. Ich jetzt einfach diesen Rückspiegel die ganze Zeit benutze. Einfach weil es so special ist. Ja, echt. Irgendwas Neues gelernt, muss man erstmal 1000 Mal ausprobieren. Okay, keiner hinter mir, das ist gut. Der ist echt geil, der Rückspiegel, ich mag den irgendwie. Ja. Baumrakete, endlich. Es war ja wohl nur als mehr als verdient. Okay, da kommen sie schon. Hoffentlich werde ich Zweiter. Nein! Cool. Alter, diese Rakete hält immer so scheiße auf. Übelst, das war bei mir auch so bei der letzten Aufnahme bei diesem Cooper-Rennstrecke. Die hat genauso aufgehört, dass ich mich mit einem noch so in dieser Gravity da gibt. Wow, jetzt habe ich durch die Rakete im Endeffekt einen Platz gewonnen. Cool. Ja, total. Ja, Zweiter, das ist ganz geil. Aber wie man noch diese Karte jetzt letztendlich einmal einschaltet, weiß ich trotzdem nicht. Also X war es nicht, das ist der Rückspiegel. Ja. Y vielleicht. Hm. Ja, auf dem Pro-Controller ist es ja leichter. Ich glaube, du musst dann nur ZL drücken oder so. Aber ja, ich brauche den Pro-Controller irgendwie nicht. Das Käseland. Ach nö. Über den geilen Flughafen da. Oh, das ist ihr letztes Spiel. Gerne. So, ich trinke jetzt mal was Gutes. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Sieben Minuten, also vielleicht ja. 10. Okay, so 2-3 Minuten, denke ich mal. Ja. Sollten das locker sein. Oh Mann, ich kann ein Item bekommen. Fängt wieder richtig Premium an hier. Scheiße! Ey, komm, das ist unfair. Lol, ich habe den einen richtig schön mit dem Grünen getroffen, der hat sich einmal so ein bisschen überschlagen und dann ist der direkt wieder normal weitergefahren. Das ist voll oft so, gell? Ich check's nicht. Haben die Typen so eine gute Beschleunigung? Cheaten die oder was ist da los? Ich wurde von so einer geilen Piranha-Pflanze so gefressen, dass ich perfekt runtergefallen bin. Das war auch nicht so geil. Nee, das ist nicht geil. Neunter, aber ich war ja schon wieder vor und da vorne bist auch schon du. Achso, ja, ich wollte ja schon, wenn die Karte anmacht. Y war es auch nicht, ne? Nee. Ich wollte gerade schauen, aber dann hat's Rennen angefangen. Er ist nicht, er ist es auch nicht. Nee, ich habe schon mal alle Knöpfe irgendwie durchprobiert, aber da hat das mit dem Rückspiegel auch irgendwie damals noch nicht funktioniert, keine Ahnung. Hab ich einfach vielleicht kann man das ein Update neu dazu, dass man es auf X machen kann, ich weiß es ja nicht. Man sollte nicht im Drift auf die Rückwärtsfunktion zugreifen, das verwirrt irgendwie, habe ich gerade rausgefunden. Ha, da bist du. Hallo Jonathan, Achtung, eine Banane. Alter, das war richtig, ja. Ich wäre fast reingefahren, weil ich in den Rückspiegel da geschaut habe. Ich wäre fast reingefahren, weil ich einfach... Nein, jetzt... Alter, jetzt bin ich hier nicht echt in die... Ich gib Gas. Jetzt habe ich hier die Dreierbananen da mitgenommen. Alle drei? Nein, nur eine. Ich dachte und das schon. Hat mir halt trotzdem mega Zeit gekostet. Ah, ich sehe dich, da hinten bist du. In einem geilen Rückspiegel. Ja. Ich benutze den jetzt die ganze Zeit. Ich weiß schon, wie ich den Paten nenne. Ich habe jetzt zweimal in den Rückspiegel geguckt und zweimal habe ich einen Platz verloren. Echt? Ja. Wie drückst du denn da drauf?
Bist du immer noch ja, dran, ne? Ich roll meinen Daumen so ein bisschen ab, dass ich noch immer auf der A-Taste bin, aber halt auch auf den... Ich drück einfach weiter, also ich gehe quasi so weiter nach vorne mit dem Finger. Ja, genau. Quasi auf zwei Tasten gleichzeitig drauf bin, ja. Ja, so mache ich's auch. Ja. Komm hier, den Alan oder wie der heißt, treffen wir noch. Boah, ich treffe mich fast selber, ey, weg hier. Was? Warum ist die Kiste nicht kaputt gegangen? Egal, Fütter, sehr schön. Verdammt. Musste ich kurz niesen. Sehr schön, das war mal ein gutes Rennen bei uns beiden. Ja. Very nice. Flugkröten sind bla. Die Scheigei-Wasserfälle, die sind echt cool. Hm. Das war nicht fair. In der Anleitung steht nicht drin, wie man die Karte einbringt, aber das geht irgendwie. Ja, ich weiß. Vielleicht geht's auch über die Einstellungen irgendwie. Also im nächsten Part, denke ich mal, oder übernächsten, kommt drauf an, wie viel wir jetzt auf einmal aufnehmen. Nach dieser Aufnahmesession wird es auf jeden Fall da sein, die Karte. Gut, Papa ist auch dabei. Ja. Ich glaube, der wird uns alle abziehen. Ah, das Käseland kommt. Ja gut, das mag ich auch eigentlich. Ich mag es überhaupt nicht. Das ist eine bisschen anspruchsvollere Rennstrecke. Und ja. Ich habe keinen Turbostart gemacht, oder? War denn nur so langsam? Ich weiß es nicht. Muss ich mir nochmal ein Video anschauen. So, auf jeden Fall bin ich Erster. Ah, cool. Wahrscheinlich für 2 Sekunden. Ja, das war ein schlechter Drift. War ja, war klar. 4 zu weit außen gedriftet. Da kann dann jeder überholen. Aber jetzt hat... Nein! Nein! Hau ab, du blöder Hund! Nein, jetzt wurde ich in der Luft getroffen und bin abgestellt. Verdammt. Ja. Komm, wer möchte mich heute noch überholen? Junge, ramm mich doch nicht auf dieses Käsezeug oder was auch immer das ist. Ich bin da nicht so scharf drauf. Hau ab! Ah, oh, verdammt, hau ab da vorne. Ja, Windschatten ist geil. Okay, die machen sich hier vorne gegenseitig fertig. Das finde ich cool. Mann, wieso trifft mich denn die ganze Zeit mit so einem fucking Boomerang? Ich glaube, die sind mir ziemlich dicht auf den Fersen. Ja, ich wollte in den Rückspiegel schauen. Ich hab auf die falsche Taste gedrückt. Tut mir leid. Das hat mich jetzt 2 Plätze gekostet. Vermaledeit. Ich sollte, glaube ich, weniger an diesem Rückspiegel darum fummeln. Aber ich lieber auf das Rennen konzentrieren. So ging es mir vorhin auch. Ach, der Typ hat falsch gedriftet. Haha, Opfer. Aber der hat einen Bomb, das finde ich scheiße. Fuck, schon wieder ein roter Panzer. Was? Wann? Das gibt's doch gar nicht. Wieso treffen die mich denn auf die Sachenstöcke? Mensch, jetzt bin ich Vierter. Immer diese Kackwand am Anfang. Da muss man doch nur früh genug driften. Fuck, was war das denn für eine dumme Aktion? Wie dumm bin ich? Ernsthaft? Jetzt ist der schon wieder... Oh, dieser scheiß Bomb. Ey, komm, ich war ja auch echt nicht so schlecht auf der Rennstrecke. Ich werde von Items die ganze Zeit getroffen. Ich bin nicht unverdient. Er driftet gerade immer zu weit nach außen irgendwie. Königspilz? Richtig episch. Ey! Was war das denn? Da kam dieser dumme, verfickte blaue Panzer an. Musste mich natürlich noch treffen, ne? Ist logisch. Vielleicht muss ich mich echt mal um, ach, noch komm. Mal um Auto kümmern oder so. Weil wie ihr vielleicht ja gesehen habt, haben wir ja neue Autos und ja, keine Ahnung. Ach komm, das ist doch jetzt richtig unverdient. Ich bin 8er geworden. Ui, letzter. Ja, -7, 4 kriegst du. Mann, das war so unverdient. Ich bin echt ganz gut gefahren. Nur am Ende war ich scheiße. Ich wurde 1000 Mal abgetroffen. Ja, kenne ich. Ich denke mal, noch ein Rennen können wir machen, oder? Ja. Ach, die DK Rennstrecke. Nein, meine geilen Baby. Was, du hast den echt genommen? Am Ende kommt das auch noch.
Nee, die geile Goldmine kommt. Was für eine geile Alliteration, ja. Anscheinend kannst du die Karte einblenden, wenn du Minus während des drückst, aber... Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Das während des Rennens auszuprobieren, weil man dann so ganz verkuppelt fahren muss. Ich probiere es mal aus. Ja, funktioniert. Es funktioniert. Ja, es geht. Also da ist die Karte, Leute. Jetzt seht ihr sie. Ich lasse sie einfach mal eingeblendet. Also ihr seht die beiden Mordhorn Faces, das sind wir. Doch, der heißt Mordhorn, gell? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Dieser Browser verarsche halt mit dem grauen Panzer da. Mit dem fetten so ein Cooperling halt von dem. Mit dem Stern auf der im Gesicht. Also ihr seht ja wo auf der Karte, ne? Oh Mann. Na gut, dann ist die Karte sogar auch schon in dem Part aktiv. Das finde ich ganz geil. Oh Mann, die verwirrt aber ein bisschen die Karte da. Ich glaube, ich schau lieber aufs Gamepad. Ja. Oh, cool. Aber für euch ist es ja ganz gut, weil ich muss mich halt nebenbei auch noch aufs Rennen konzentrieren. Okay, der hat eine 8 vor mir, also der ist richtig gestörter Typ. Oh, hinter mir fährt auch direkt jemand, scheiße. Ein Dauerpilz, ja klar. Ah, hat kein neues Item bekommen, glaube ich. Hau doch ab, du dummes... Nein, was rammst du mich runter, du Waluigi-Trottel? Da warst du. Mann. Da bin ich aber gerade so noch vom Runterfallen. Das ist auch schon wieder so wahr, Luigi. Was rammst du mich runter, du Schwein? Ja klar, Alter, der hat irgendwas gegen mich, der Junge. Jetzt kommt er auch noch mit dem Stern an. Ne, dieser Waluigi, der ist gegen mich. Eindeutig. Und ich mag ihn auch nicht. Mann, wieso kriege ich denn nur so scheiß Pilze hier? Gib doch mal was Geiles. Meine Pilze haben sich gerade verabschiedet durch die... Ja, meine auch. Weißt du, da kriege ich nur Pilze und dann kommt auch noch so eine schwule Fledermaus an. Alter, das läuft gerade so gar nicht. Na, jetzt kommt ein Stern. Aber alle anderen kriegen auch Sterne. Ich komme aber nicht vorbei. Ach Mann, das kann doch nicht sein. Warum klatscht... Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Warum fliegt denn das... Boah, das Kart ist so unrund. Irgendwie. Es driftet immer so komisch. Also das Rennen läuft mal so überhaupt nicht für mich, muss ich sagen. Nee, bei mir auch nicht. Ach, der vor mir kriegt natürlich... Wenn ich wieder an dem vor mir dran bin, ja, letzter, geil. Ach Mann! Scheiße, der Part ist überhaupt nicht für mich gelaufen. Nee, ich auch nicht. Ihr müsst wissen, im letzten Part war ich dreimal Erster. Und sonst meistens Zweiter oder Dritter. Aber der Part, naja. War vielleicht ein bisschen spannender oder unterhaltsamer deswegen. Wenn ihr es auch unterhaltsam fandet und es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben. Und beim nächsten Mal gibt's danach mehr von Mario Kart 8. Tschüss. Ja, ciao.